Moin Freunde, willkommen wieder mal zum zweiten Teil hier. Diesmal hier Müll sammeln in meinem Vorbereich, also von den Wohnungen hier, weil hier liegt immer sehr viel Müll rum und ja, da sehe ich jetzt schon mal was. Auf jeden Fall, ich starte jetzt und gucke am liebsten nach Plastik, weil Plastikmüll verschmutzt ja sehr viel. Dann nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit. Ich habe hier Beute, ich habe auch hier schon so einen Greifer. Und ja, ich werde jetzt, denke ich mal, so eine Stunde brauchen, um das voll zu machen und let's go. Hier liegen zwei Glasflaschen, aber die werde ich jetzt nicht mitnehmen. Die werde ich hier nicht hier rein entsorgen. Ich glaube, da lag sogar noch eine, weil ich entsorge halt jetzt wirklich nur diesen Plastik- und Papiermüll. Meistens ist ja Papiermüll auch mit Plastikmüll verbunden, deswegen sammle ich das einfach auch. Ich bin jetzt hier neben einem Lidl und da schmeißen gerne mal die Leute ihre Verpackung einfach hier rein. Oder es passiert aus Versehen. Ich kann ja hier nichts unterstellen, aber das ist auf jeden Fall eine schlechte Sache. Übrigens, eine Zigarette verdreckt 40 Liter Grundwasser. Also, da sind ja sehr viele giftige Stoffe drin und die werden hier alle freigesetzt in 40 Liter Grundwasser, wie gesagt. Das ist schon echt viel. Also, lieber nicht irgendwo hinschmeißen. Hier auf dieser Wiese liegen irgendwie ganz schön viele Sachen rum. Aber meistens hier irgendwie so Styropor oder so. Weil hier auch gerade so was los ist. Das ist natürlich auch ein Problem. Und ich bin der Nette und sammle das hier einfach weg. Mit diesem Video will ich natürlich auch zeigen, dass man hier nicht überall einfach Müll hinwerfen kann. Weil die meisten Leute gehen hier einfach so lang. Oh, werfe ich einfach rein. Nee. Soll man nicht machen. Hier noch ein Stück Plastik. Wie gesagt, also ich achte mehr jetzt auf die Plastikstücke als auf alles andere. Weil das braucht 700 Jahre, bis das verwesen kann. Ja, und das ist schon ein echt großes Problem. Schön, dass zwischen den ganzen wunderschönen Pilzen einfach so eine Plastikpackung oder eine Zigarettenpackung rumliegt. Richtig schön, wir haben alles erreicht auf jeden Fall als Menschheit. Ich habe diesen Greifer hier, weil das auf Dauer ganz schön anstrengend ist, sich so zu bücken. Übrigens sammle ich mehr hier auf diesen Naturebenen, weil da ist das Plastik ja wirklich ungesehen und wird zu Mikroplastik einfach. Und nicht einfach auf der Straße, ja toll, wo jeder es jeden Tag sehen kann. Nee, ich sammle das hier. Hier bleibt das öfter auch mal einfach zum Beispiel so ein Gestrüpp hier hängen. Aber hier ist ganz schön plastikfrei, also ich habe jetzt hier ein paar Meter lang gar nichts gesehen, aber ist vielleicht auch unter den Blättern versteckt. Im Jahr wurden ungefähr, also 2018, 20 Millionen Tonnen Altpapiermüll hergestellt und 15 Millionen davon wurden recycelt, also sehr viel schon. Bei Plastik sieht das anders aus, es werden 21 Millionen Tonnen pro Jahr verwendet, aber nur ungefähr 60% wird recycelt, also nicht gerade sehr viel. Ich bin gerade übrigens schon seit einer Dreiviertelstunde unterwegs. Meine Ausbeute ist schon mal das hier. Das sind vielleicht schon 500 Gramm oder so. So, hier liegt ganz schön viel Müll rum. Das meiste ist halt von den Plakaten hier. Weil das geht ja einfach so ab. Also das ist wirklich eine echt dumme Sache. Das wird hier einfach abgerissen. Und ich werde hiermit auch wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen. Es ist bloß ein Versuch, besser zu sein und der Umwelt was Gutes zu tun. Das Ding ist, dass hier überall Glasflaschen rumliegen, ne? Weil da hinten irgendwo ein Club ist. Und ja, da gehen die halt immer mit Alkohol raus und das ist halt meistens in Glasflaschen. Aber ich kann hier nicht die Glasflaschen sortieren, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Aber die sind jetzt auch nicht so das größte Problem, sondern eher halt zum Beispiel wie dieses Plastik da. Das nehme ich jetzt mit. Das geht echt nicht. Ja. Digga. Ich habe leider noch keine gute Alternative gefunden, wo ich halt den ganzen Müll immer hinpacke. Also ich kann jetzt zum Beispiel zu meinem Mülleimer vor mein Haus gehen. Aber falls ich woanders das sammle, müsste ich die halt woanders abgeben. Ich habe jetzt hier
den ganzen Beutel und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie viel das so ist. Also, hier, das ist alles voll, ich fasse da jetzt nicht rein, also ich zeige euch das nur von oben, weil das ist sehr widerlich, was da alles so drin ist. Und ich würde mal so schätzen, es sind 600 Gramm, nicht viel, es ist halt meistens nur so ein dünnes Plastikstückchen oder halt einfach so eine dünne Plastikhaut und dann, ja, meistens ist das eher sowas. Aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, das war es jetzt mit dem Video. 600 Gramm gesammelt. Letztes Mal ungefähr 400, würde ich eher so schätzen. Das heißt, jetzt schon ein Kilo ungefähr. Mein Ziel ist es, 100 Kilo zu sammeln. Im nächsten Video wird wahrscheinlich auch Lenny dabei sein. Ja, damit würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche. Wir machen das jetzt regelmäßig. Tschüss.